22. Spieltag der B-Junioren-Regionalliga Nordost und es empfängt die zweite U16 von Hertha BSC Berlin im Stadtderby die zweite von Union. Während die Hertha in der Tabelle auf dem dritten Platz rangiert, aber ohnehin nicht aufsteigen darf, da die erste B-Mannschaft schon in der Bundesliga spielt, steckt Union als Drittletzter mit 7 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer mitten im Abstiegskampf. 5 Spieltage vor Saisonende ruhen die Unioner Hoffnung unter anderem auf Torjäger Malik Sanogo, der diese Saison schon einige Male erfolgreich war. Rein in die Partie. Union in den rot-weißen Trikots von rechts nach links direkt einmal im Vorwärtsgang. Hertha-Verteidiger Nadja kann eine erste Hereingabe nicht richtig klären. Ali Salea setzt nach und findet in der Mitte Malik Sanogo. Nach nicht einmal 120 Sekunden führt Union durch den jungen Torjäger im Stadtderby. Die Gäste holten aus den letzten 3 Spielen 7 Punkte und setzen von Beginn an darauf, diese Serie weiter auszubauen. Die Hertha versucht direkt auf diesen frühen Schock eine Antwort zu finden. Dennis Häsler findet nach einem schönen Doppelpass in der Mitte Toni Rölke, doch der setzt den Ball neben das Unioner Tor. Doch die Rot-Weißen bleiben weiter offensiv. Über den auffälligen Ali Salea, der schon das 1:0 vorbereitet hat, geht es über den Flügel schnell. Wieder kommt der Ball zu Sanogo, doch diesmal ist sein Abschluss nicht von Erfolg gekrönt. Danach wieder die Hertha, die seit dem 23. Februar ja ungeschlagen ist. Anton Kade bekommt den Ball auf der linken Seite, zieht in die Mitte und probiert es einfach mal aus 20 Metern. Der Abpraller landet bei Valentin, doch der vergibt die große Möglichkeit auf den Ausgleich. Die Gäste kommen mit einem langen Ball auf Rohan Saribas. Der behauptet sich gut gegen Seidel, bringt den Ball flach in die Mitte und findet wen sonst? Malik Sanogo! 2:0 für Union. Praktisch mit dem Pausenpfiff erhöhen die Gäste und das zu einem psychologisch gesehen exzellentem Zeitpunkt. Erneut keine Chance für Hertha-Keeper Schulz. Nur wenige Momente nach dem Seitenwechsel gibt es eine Ecke für den Gastgeber. Kapitän Schliemann legt auf Najjar, der flankt Halbhoch in die Mitte und dort ist Mustafa Abdulatif, der Anschlusstreffer für den Tabellendritten. Die Ecke war wohl eine einstudierte Variante, an deren Ende Abdulatif den Ball entscheidend ins Tor lenkt. Die Hertha drängt direkt auf den Ausgleich. Der eingewechselte Karabiyik setzt sich auf der rechten Seite stark durch, legt den Ball fein in den Rückraum und von dort zieht Valentin ab. Stark gehalten von Unionskeeper und auch der Nachschuss findet den Weg nicht ins Tor. Weiter geht es jetzt nur in eine Richtung. Schöner langer Schlag von Najjar direkt in den Lauf von Abdulatif. Der spitzelt den Ball vorbei am Torwart, aber eben auch ganz knapp an dessen Gehäuse. Beinahe auch Abdulatif mit einem Doppelpack. Hertha tut sich offensiv enorm schwer. Es gibt kurz vor Schluss noch einmal Eckball, doch der Kopfball von Abdulatif geht deutlich drüber. Kurz danach ist Schluss. Union gewinnt im Stadtderby durch einen Doppelpack von Sanogo mit 2:1. Und Co-Trainer Dominik Ludwig erklärt am Mikrofon, wieso seine Mannschaft heute als Sieger vom Feld geht. Die wollen, ja, das ist das Entscheidende. Ja. Wir wollten vielleicht vorher auch, aber nicht so mit dem letzten Willen, ja, dass wir gesagt haben, hier müssen wir uns richtig durchsetzen, sondern die Jungs haben dann irgendwann auch mal selber, glaube ich, die Tabelle so langsam sich angeschaut und haben gesagt, ja, Mensch, so langsam müssen wir mal und ich denke, das machen sie besser. Wir haben einen richtig guten Zusammenhalt jetzt in den letzten Wochen. Magdeburg war schon ein super Spiel, wo die Jungs alles gegeben haben, ähnlich wie heute. Die Hertha dagegen verliert erstmals seit gut 2 Monaten wieder ein Spiel, weil dem Gastgeber in einer im Großen und Ganzen 10 Begegnungen offensiv nicht viel einfiel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.